kann er das einfach auch. Also es geht ja auch, oder? Absolut. Also, ja. Abpraller, oh, Doppelparade. Cool, sehr schön. Eine Parade. Das Bein sehr weit oben. Das nervt dich als Schützen. Ringer gesagt. Ja, also ich glaube, sie haben ein paar Punkte in der Abwehr angesprochen, ne? Also dass sie gerade auf diese Schlagwürfe aufpassen sollen, also die Hände hoch. Sehr gut. Wenn am Ende alles klappt, ja, ist super. Ja? Ich habe ihre Reaktion gesehen, ich habe so geblasen. So, nächstes Spielzug angesagt. Kreuzen für Jana. Oh, Jana. Ja, Schritte. Schneller Ball. Oh, schön. Stark gehalten. Geil. Jetzt sind es fast 5 Minuten ohne. Wissen müssen, was passiert, was man machen muss. Verlagern nach rechts, um das Spielfeld links breit zu machen und links außen soll abschließen. Ah. Gut gehalten. Ganz klare Torchance herausgearbeitet, gut gespielt. Schön Zeit lassen. Rüber. Ja, ist immer so ein Mabon-Spiel. Also die Schiedsrichter wissen natürlich, sie sind in Unterzahl, die SG Tübingen, die wollen jetzt nicht unbedingt auf Gedeihen Verderb aufs Tor gehen, ja, werfen, wollen ein paar Fouls rausziehen. Na, sowas. Oh, in Unterzahl. Die Führung, die erste Führung. Ja, da dürfte die zweite Führung sein, die wir jetzt am heutigen Tag für Tübingen. Schlagwurf pariert. Okay. Hat sie sehr gut gemacht im Tor. Na, also Schützin macht einen Unterarmwurf und ohne Harz, du kriegst diesen Ball nicht. Risiko. Belohnt. Nein, guter Block. Gut verteidigt. Und jetzt geht's in die andere Richtung. Ach. Ja, das hatte schon zweimal. Oh, jetzt war's aber. Jetzt wird's wild. Felix, Auszeit oder. Okay, er sagt so ruhig. Gut. 8 Toren, die Amelie Herford. Es darf sich natürlich nicht nur auf. Und das. Das könnte der Deckel gewesen sein. Cool. So soll's sein. Heimspiel ist Samstag. Das ist so einer, da kommst du, da jetzt nach dem Spiel sagt man, boah, ich wusste das heute Morgen schon. Ja.